weißt du? Eine unwichtige Flanke auf einer Map, wo rechts unwichtig ist. Da die meisten Panzer hingeschickt und alle Panzer verloren dort. Und die wichtigste Flanke, die linke, ja, absolut unterbesetzt. FV 4005. Ah. Meinst du, ja, nächste Runde vielleicht mal. Ach ja. Oh, wie ich sehe, wurde jetzt die rechte Flanke offen gelassen. Jetzt steht gar keiner auf der rechten Flanke. Voll geil. Der WT auf PZ ist der einzige, der da steht, aber halbwegs. Der steht eher mittig und die rechte Flanke ist komplett offen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Kaka. Das ist nicht gut. Das ist halt Kaka. Muss ich den ganzen weiten Weg zurück, um die Scheiße wieder zu richten, was die wieder verbockt haben, Alter. Ja, ach nee, WT auf PZ. Was meinst du, warum ich hier hinfahre? Was denkst du denn, warum ich jetzt hier hingefahren bin? Bitteschön, da ist er auch schon. Ja, deren T49er ist hier. Tja, Instinkt, mein Freund, Instinkt. Du weicht, du weicht. Wäre ich jetzt nicht da am Stehen, ne, wäre jetzt hier der Typ durchgefahren und hat sich die ganzen Artis rausgeholt da. Verstehst du? Ja? Instinkte brauchst du. Schon mal im Voraus denken und dahin fahren, wo gerade was benötigt wird. Ja, genau. Hauptsache 5 Jahre lang eingeaimt, aber nichts getroffen, ne? Ist ja klar. Na komm, Leo PTA, machen wir es doch kurz, oder? Nehme ich dich mal kurz raus und dann passt das. Ja, Bruder, gönn dir doch mal, ne? Gönn dir einfach die HE-Schelle und dann passt das. Man muss sich doch mal was gönnen, ne? Und wenn das eine HE-Schelle vom T49er ist, dann ist das halt so. Aber Hauptsache hast du dir gegönnt, ne? Brudikowski.
Ja, gönn dir, Bruder. Gönn dir auf entspannt eine schöne, fette HE-Schelle gönnen. Gönn dir, Bruder. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ja. Ja, Arti. Schießt auf deinen eigenen Mann. So muss das. So muss das. Brudikowski. Welcome to hell. Weißt du Bescheid? Brudikowski, Junge. Brudikowski Instinkte braucht der WOT-Spieler. Wenn du siehst, linke Flanke ist besetzt, aber die rechte nicht, dann guckst du auf die Minimap und dann fährst du dahin, wo du gebraucht wirst. Ganz einfach. So funktioniert World of Tanks. Mitdenken, mitgucken, Minimap im Auge behalten, taktisch klug, im Voraus, Positionen besetzen und. So, jemand wollte FV4005. Spiele ich ungern alleine, weil, ne, wenn du keine Hilfe kriegst von den Leuten, wenn sie nicht vorausdenken, wenn sie dir nicht helfen, wenn sie keine Spots liefern, dann hast du halt die Arschkarte, ne? It is, wie it is, da machst du nix. Da guckst du nur. Ja. Moin. Ja, man muss den Leuten auch mal eine schöne HE-Schelle gönnen. Ja, man muss sich gegenseitig was gönnen. Und ich gönne den Leuten die dicke, fette HE-Schelle. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die rechte Flanke wird komplett unterbesetzt. Hallo Kollegen, wir brauchen die rechte Flanke. Danke Anke, wir brauchen die rechte Flanke. Hallo, wir brauchen die rechte Flanke. Nein, es fährt mal wieder alles Basecampen, meine Freunde. Das wird schon wieder nichts, ne? Ich sag's euch, das wird schon wieder nichts hier. Schon wieder Bullshit-Gameplay vom Allerfeinsten. Ja, die rechte Seite ist komplett unterbesetzt. Du, ich sag's euch, das sieht hier nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus hier. Ich glaube, ich muss mich auch mal verpissen, weil die sind jetzt schon hier durch. Das hat jetzt schon wieder gar keinen Wert. Deswegen spiele ich auch so Panzer gar nicht mehr, ne? Du hast halt nur Deppen im Team. Unsere ganzen Heavies sind Basecampen, während die rechte Flanke auseinanderfällt. Es hat auch jetzt schon gar keinen Sinn, deswegen fahre ich hier auch schon mal weg. Das hat keinen Sinn. Wenn ich hier stehen bleibe, mache ich einen Schuss und danach bin ich tot. Ja. Tut mir leid, ist halt so, ne? Und den FV haben sie auch runtergenervt. Der ist jetzt mittlerweile langsam und behäbig. Und da wäre ich jetzt nicht mehr weggekommen, ist halt so, ne? Auch schon mal auf Ignore stellen, weil der pinkt mich sonst gleich tot. Ja, 4-2, ne? Wundert mich auch nicht. Arti kriegt's auch nicht geschissen, mal wegzufahren, ne? Schlau spielen kommt ja nicht in Frage. Der müsste jetzt eigentlich mal ein Stück weiter weg, damit der länger überlebt und länger mitspielen kann.
Oh, unsere rechte Flanke ist halt weder richtig gespottet noch besetzt, ne? Das wird nix. Ja, von Anfang an die ganze Map abgegeben, ne? Durch das Basecampen von den Heavys. Wir hätten die rechte Flanke haben müssen. Jetzt hat der Gegner die komplette Map-Control. Die haben die Mitte, die haben links, rechts, die haben alles. Wir haben gar nichts. Wir stehen hier nur dumm rum. Ne? Komplett die Map abgegeben von der ersten Sekunde, ne? Ja, unklug gespielt und jetzt muss man das halt bezahlen, indem man hier rumeiert und nicht weiß, wohin mit sich. Tja, warum fährt der da alleine raus aufs offene Feld? Warum macht der Typ das jetzt? Ja, jetzt hat sich unser Objekt 140 auch weggeschmissen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich werde hier auch wahrscheinlich mit 0 Damage rausgehen, ne? Das wird nichts. Absolut dummes Gameplay. Die Heavys hätten nach rechts gemusst, damit die rechte Flanke erst gar nicht fällt, ne? So gewinnst du diese Map halt nie. Das ist Bullshit Gameplay, meine Freunde. So gewinnt man das Spiel nicht. Ja, jetzt bin ich hier alleine auf mich gestellt. Oh, der steht da hold down, an den komme ich nicht ran. Vorfahren ist nicht, dann würde ich nämlich aus der Mitte fressen. Und deswegen spiele ich auch den FV 4005 alleine überhaupt nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Wenn du mit Idioten im Team bist, dann kannst du mit diesem Panzer nichts anfangen. Ist halt so, wie es ist, ne? Ja, null Damage wird das am Ende, kann ich euch jetzt schon sagen. Oder gerade mal ein Schuss oder so. Die rechte Flanke ist essentiell auf dieser Map und ich habe es denen auch eigentlich gesagt. Ja, und dann Low Roll des Todes, 480 Damage und schon ist der Akku tot. Ja, dumm gespielt, ne? Es ist halt dumm gespielt. Man hat freiwillig die Mitte abgegeben und freiwillig die rechte Flanke abgegeben. Das heißt, der Gegner hatte von der ersten Sekunde 80% Map Control. Die Kirche, die große in der Mitte, wurde nicht besetzt. Die rechte Flanke wurde nicht besetzt. Der Gegner hat sich die komplette Map geholt. Unsere dicksten Panzer sind in diese schmale Gasse auf der linken Seite. Ja, wow, wir haben 10% Map Control. Einmal Applaus. Ja, wundert man sich, dass man dann das Spiel verliert? Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich wundere mich nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, nach rechts. Ich habe auch dahin gepinkt. Ich bin auch dahin gefahren. Aber gut, da brauchst du halt die dicksten Heavys, ne? Map Control war nicht vorhanden. Deswegen kann man auch solche Panzer auch nicht mehr spielen, ne? Spielst du nicht mehr, bringt nichts. Das bringt dir nur Minus in der Kasse und Minus in den Winrates und so. Deswegen. Ich habe zwar sehr viele Zehner, aber die meisten spiele ich überhaupt nicht mehr, weil das keinen Sinn macht. Versteht ihr? Macht keinen Sinn.
Hallo Sekundenkleber, hallo Nick. Ja? Wenn man 90% der Map freiwillig von sich aus aufgibt und sich auf 10% der Map reduziert und sich dahin stellt, ja. Wenn man 90% Map Control abgibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann das Spiel verliert, ne? Der müsste mit mir auf den Hill hier, der Typ. Der 60 TP hat genau den richtigen Turm und die richtige Hulldown-Panzerung für den Hill. Linke Flanke ist unterbesetzt und der Hill ist unterbesetzt, wenn das so weitergeht. Objekt 140 sitzt in der Schlachtergasse. Guck dir das mal an. Unser Objekt 140 fährt in die Schlachtergasse. Linke Seite fällt jetzt schon auseinander, ne? Das ist schon wieder Bullshit-Gameplay vom Feinsten. Linke Seite ist komplett unterbesetzt hier. 430U und Objekt 140. Beide gammeln in der Mitte. Linke Flanke, die wichtigste auf der Map. Und der Hill, die zwei sind die wichtigsten. Ja. Wir fahren ja schon den Hill besetzen, aber wir bräuchten die linke Flanke hier, ne? Und wenn du dann so ein Objekt 140 und 430U hast, die dann lieber in der Schlachtergasse rumeiern, ne, dann wird das halt nix. Und wenn du den Hill hier nicht hast, deswegen fahre ich auch hier hoch, dann ist die Schlachtergasse sofort tot. Weil wenn die hier runterfahren, dann schießen die auch die Schlachtergasse tot. Wir sind aber hier auf jeden Fall unterbesetzt hier auf dem Hill, ne? 60 TP hätte erstmal mit mir zusammen hier oben aufräumen müssen. Definitiv. Ja, und der TVP, der sich tot gepusht hat, der pinkt jetzt nur noch. Ja. Ja, das ist Bullshit-Gameplay von der ersten Sekunde, ne? Bullshit-Gameplay. Zwei 10er Mediums gehen lieber in die Schlachtergasse. Wären die nach links gefahren, ne? Die wären jetzt schon längst durch und hätten dann von hinten reinflanken können. Aber in der Schlachtergasse kommst du halt nicht vorwärts, ne? Hier, der hier stirbt auch gleich weg und ich darf dann alleine die Scheiße deffen, oder? TVP gammelt sich links den Arsch ab. Alter, fahrt doch mal da hinten durch, Mann. TVP. Junge. Hör auf, rumzugammeln. Ja, deren TVP ist jetzt hier durchgefahren und holt sich jetzt unsere Base.
Der Gegner hatte auf dem Hill auch nur 3-4 Panzer, ne? War auch unterbesetzt vom Gegner. Die hatten zwar einen Superkonken und einen Badger, aber der Badger hat keinen Turm. Und der Superkonk, der kann nur Hold-Down arbeiten. Das heißt, als der dann hoch auf die Platte gefahren ist, hat er ordentlich kassiert. Beziehungsweise dann wurde der halt von uns allen fokussiert. Weil deren TVP war Low HP, hat sich dann verpisst. Deren Hill war unterbesetzt und die Schienenseite hatte der Gegner auch irgendwie nicht richtig besetzt. Habt ihr gesehen am Ende, ne? Also der Gegner hat sich auch mehr oder weniger nur in der Mitte konzentriert. Ja, Leute. Wir schauen mal. 2000, naja, gut, aber der Hill musste ja besetzt werden, ne? Hier, Objekt 140 in der Schlachtergasse, ein Schuss abgegeben, bester Mann. Wo ist unser 430U? Oh, doch, der hat reingeklotzt. Na dann, wenigstens das. Alles klar, ey, checkt Facebook, Instagram ab, ist unten in der Videobeschreibung bei den YouTube-Videos. Facebook, Instagram, hier abonnieren, Follow da lassen auf Twitch, Akku Power Twitch. Und mein Kraftsportkanal, Akku the Persian Killer auf YouTube auch abchecken. Ne? Also vier, fünf Sachen abchecken. Facebook, Instagram, Kraftsport.